Müsste man ein GTA-Special machen, so wie das Silvester-Stream, wo wir beide besoffen waren. Oh Gott. Erinnere mich nicht daran. Erinnere mich nicht an die Maps. Wir waren komplett besoffen während dem Stream, kann das sein? Ich will den Controller in die anderen Map versuchen, ja, was zu machen. Also ich erinnere mich doch auf alles, also komplett würde ich nicht sagen, aber sagen wir mal angetrunken Minimum. Fahren ja auch Züge auf Schienen. Ich hab grad ein bisschen Angst, da drüber zu laufen. Panni! Hey! Kann man in die Züge rein? Ja, man kann einfach in den Zug rein! Wie nice ist das denn? Hey, warte, ich will mitkommen. Ich komm nur nicht ich will auch mit. Alter, das nein, ist eine riesen Map. Doch, ich komm rein. Nein. Mach die Tür auf und komm rein. Was machst du jetzt? Ah. Warum schießt du hier rum? Bist du ein Traitor? Mach die Fenster kaputt. Geh weg. Ernsthaft jetzt? Was ist mit Ponyliebe? Ja, du warst halt im Weg. Okay. Ja. Du stehst mir im Weg rum. Alter, aber wie riesig. Machst du das auch in Real Life? Man hat hier die Station, man hat den Parkplatz, die Schienen, die Container. Ja, ich bin eben die komplette Preparing-Phase durch den Zug gelaufen erstmal. Das ist der Riesen-Map. Das Blöde ist, ich bin zu klein, um über die Schienen zu springen. Ich muss crouchen. Ja, ich muss auch crouchen. Ich komme auch anders nicht drüber. Ja, vor allen Dingen, warum kommt man hier auf die Stufe und warum kann crouch man jumpen. Du musst crouch jumpen über die Schienen. Ich habe eine neue Waffe. Chris, darf ich die an dir testen? Ja, aber das macht doch überhaupt keinen Bitte. Sinn. Ich schieße nur auf deinen Schwanz, okay? Sinn, aber Chris, ich schieße nur auf deinen Schwanz. Ich würde sagen, da passt die Hitbox nicht. Nein. Du kommst hier nicht rein, Rayon. Du kommst hier nicht rein, Rayon. Chris, ich schieße. Ja, du kommst hier nicht. Thermos! Ich sehe doch so das Gesicht hinter dir. Gruselig, ne? Hä? Wer lebt denn jetzt noch? Der Traitor. Okay, du bist der Traitor? Ja. Rayon, Props. Ah ja. Also ich meine, dass Thomas hier irgendwie ist, ist ja jetzt nicht so unwahrscheinlich, ne? Nee. Ist ja ein Bahnhof. Thomas ist Traitor. Was? Thomas ist Traitor? Rayon, Blumentöpfe. Fässer. Und Koffer. Fässer. Und Tische. Fässer. Oh, Highspeed. Spitze. Spezi. Oh. Spezi mich einfach nicht bemerkt. Ich spring hinter dir rum, ne? Vor allem Mondmeier. Ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Mondmeier, Alter, ich bin hier mit 800 km/h entlang gedrived. Ich seh dich einfach immer noch nicht. Mondmeier sieht einfach so den Blumentopf, zerstört ihn und ballert dann noch weiter drauf rum. Es gibt einen Lift! Was? Ja. Es gibt einen Lift. Ich bin gerade oben im Gebäude drin. Ja, von da aus hab ich geschossen. Ich bin im Lift. Achso, Eduard, wo ich der Blumentopf war, okay. Oh, ich bin in der First Class. Der Lift! Oh, ich hoffe, den Lift überlebe ich. Jetzt wieder in der Second Class. Bitte wieder Innocent, ich darf nie mehr Traitor sein. Das ist ja fast so wie mit den Zügen von der ÖBB. Erst kommt die zweite Klasse, dann die zweite Klasse, dann die erste Klasse, dann die zweite Klasse. Oh. Im Zug kann man die Kabine auch aufmachen. Nee, ja. Ehrlich? Ja. Könnt ihr mich mal abholen im Zug? Gerne. Wo bist du denn? Okay, irgendwer ballert rum. Ich bin's ausnahmsweise mal nicht. Ich dachte, da kommt jemand im Aufzug hoch, aber war doch nicht der Fall. Mach mal einen Zug auf. Ich geh jetzt in den Zug rein, ne? Also okay, wo genau? In welchen Zug? Ja, der es mit gibt blauen einen Sitzen. Zug, okay. Ich bin in der zweiten Etage. Oh, hi. Chris. Hi. Chris ist es. Wieso lebst du noch? Weil ich krass bin. Wieso zur Hölle lebst du noch? Weil ich krass bin. Wow. Womit hast du geschossen? Mit einem Homerun-Bett. Der schießt dich 3 Kilometer durch die Luft und du stirbst. Ich krass bin. Oder auch nicht.
Oder, man hat die Ponys. Die macht ja Ponys. Ich hatte doch 14 AP. Ja, wahrscheinlich deine Flügel. Das ist Cheaten, Rayon. Ja, ich bin fly. Du bist fly. Fly around. Jetzt muss ich wieder durch diesen ganzen Scheiß schon. Was ist gerade passiert? Alter. Wir haben die Wand neu gestrichen. Ich bin swag, was? Wir haben gerade die Wand neu gestrichen. Ein blutiger Aufstrich. Okay. Ja, das ist Ketchup. Leute. Ich bin Swagger, ich laufe hier rum, wo niemand sonst hin kann. Hi Rayon, siehst du mich? Oh, was? Du bist im Trailer raus. Da, links Rayon, da. Hallo. Pass auf, ich schieße auf explosive Rayon. Fässer. Rayon, ich komme hier nicht. Rayon, schießt auf mich. Ich hab das Fenster aufgeschlossen, um zu dir zu kommen. Ich schieße jetzt nochmal auf das Fenster, okay? Was macht ihr da eigentlich? Du hast mich trotzdem getroffen. Das war keine Absicht. Warte, ich schieße von der Seite, damit ich dich nicht. Ja, kommst du jetzt? Ich weiß nicht, ob die vertrauen können. Komm ich hier drüber? Mit Crouch Jump, ja. Ach, Scheiße. Und er fällt runter vom Zug. Hallo. Rechts Schnitzel. Spring runter auf den Zug. Rayo hat es nicht geschafft. Oh nein. Jetzt bin ich angepisst. Ich falle. Oh, ah, das war. Oh nee. Mondmeier. Unbelievable. Er hat die Soundblade. Au. Warum werde ich denn nie wiederbelebt? Weil ein Traitor, so, weil ein Traitor nur einen Traitor wiederbeleben kann, oder? Nein, ich habe immer so. Second Life. Das geht nur, wenn ein zweiter Traitor da ist. Nee, Second Life geht auch ohne zweiten Traitor eigentlich. Ja, die Runde ist ja so vorbei, sobald du tot bist. Nee, deswegen dauert das immer noch 3-4 Sekunden, bis sie wirklich vorbei ist. Ja, Second Chance oder Second Life. Weil bei Second Chance ist so. Oh! Alter, was? Ich bin gerade von der Leiter voll in die Luft geklischt und habe jetzt nur noch 16 HP. Ja, das hatte ich vorhin auch. Ja? Das meinte ich nämlich okay. Genau. Das liegt an Garry's Mod, an der Physik Engine. Ich bin gerade fast in die Tür gebracht. So. Die Physik Engine, okay. Sowas hat das Spiel? Nee, das ist ja das Problem. Aber oh, ich mit der Crowbar jetzt einfach einmal kurz hitten. Verpissen dich, pissen dich. Ich hab mir jetzt eine Privatkabine gemietet, ne? Müsste eh in der Beschreibung davon stehen, du hast mal nachgucken schnell? Chance, ob du ja, es kommt auch, wie viel du vorher getötet hast. Und ich hatte bisher immer über 60% Chance und ich glaube bei dreimal bin ich nicht einmal wiederbelebt worden. Das ist so mies. So traurig. Ja, ist eben ein Glücksspiel. Ja, aber ich... Das ist ja. wie wenn du 60%ige Chance hast, bei einem Rubbellos zu gewinnen, dann kaufst du dir 10 und gewinnst bei keinem. Nicht unrealistisch. Ja. Ich habe eine Privatkabine gemietet. Oh, da komme ich gleich mal vorbei, Rayon. Wirklich? Das ist meine Privatkabine. Ja, ich schüsse. Bin die Königin. Ja, ich schieße auf Fenster. Ich bin die Königin, Rayon. Ja, du kommst in den Zug. Oder nee, die Prinzessin. Oder was auch immer. Nein, Theoretisch. Nee, kommt drauf an, welche Staffel du gerade. Moment mal, das ist... Warum kenne ich mich in der Sendung aus? Zweite Klasse. Ich kenne genau die Namen und ein bisschen die Persönlichkeit von denen und das war's. Chris kennt die Pornos. Ah, hey, Rayon. Rayon. Hi, komm, Privatkabine. Komm. Warum bist du near death? Weil ich auch von der Leiter hochgeglitscht bin. Komm, und jetzt leck mir die Muschi aus von innen. Ah, ja. Darf ich wirklich? Du musst nur Schleckgeräusche machen. Ja. Oh, ja. Das sind keine Schleckgeräusche. Ja. Ich liebe diese Sendung. Wer ist denn jetzt Traitor? Ich kann Spezi voll gut abschießen. Wahrscheinlich, wenn du fragst. Nein, ich würde Spezi so gerne abschießen, aber ich kann nicht. Rayon, geh raus und schau auf den Zug. Was? Schau nach oben. Ich komme da gar nicht hoch. Wieso kommst du da hoch? Ich komm da gar nicht hoch. Du bist viel zu klein. Oh, das ist so schön. Mia, bück dich mal, ich will auf dich draufspringen. Ein Stück Farm. Ah, so geht's. Du stehst am Bahnhof, fährt so ein Zug ein. Traitor. Oh, hier steht Consumeless. Traitor confirmed. Du, Spezi, guck mal da. Ja. Siehst du das, was ich sehe?
Ja. Was machst du da? Spezies Traitor. Ich bin kein Traitor. Doch. Was hab ich denn getan? Guck auf den Zug. Voll das Blut an der Scheibe. Da ist mehr als nur Blut an der Scheibe. Meine Bauchmuskeln. Meine Bauchmuskeln. Ah, meine Bauchmuskeln. Ja, du hast ja keinen. Wer ist jetzt echt Trailer? Der fragt. Ja, eben. Nee. Doch. Doch, nee. Oh, Alter. Oh, ich bin mit erschrocken gerade. Oh! No! Oh! Was macht das denn? Schönes. Ich hab die ganze Zeit die Plasma in der Hand gehalten, weil ich die auf dich schmeißen wollte. Auf mich? Wieso? Wieso auf mich? Was hab ich dir getan? Nein, ich hab die, die ist einfach losgegangen. Als wenn man heutzutage keine Ponys mehr frittieren darf. Wollen wir das Pony begraben? Ich geh jetzt das Pony begraben. Ups, jetzt bin ich. Ist eigentlich gewollt, dass man den Schatten durch den Zug durchsieht? Ja. Alles so geplant. Das heißt, du sitzt gerade unten und siehst unsere Schatten, Leon, wenn wir durch den Zug gehen? Stell dir vor, du kommst, du steigst in den Zug ein, machst die Kabine auf und dann liegt das. Komm hier. Halt ich dich aus dem Fenster. Was macht der? Das war eine geile Runde! Warte, ich muss noch schnell rausfliegen. Er kann ich nicht, bin ich tot. Ich hab das Screenshot gemacht. Alter, ich seh's grad. Das war eine geile Runde. Habt ihr nicht gecheckt, dass ich Traitor war? Nee. Ich bin mit Chris allein in der Kabine, auf einmal so still und dann klebt er außen am Zug. Hängen die Haare einfach raus. Und Blue klebt an der Scheibe. Als ob wir das nicht gecheckt haben. Ja. Oh Gott, weil wir lachen die ganze Zeit. Wir lachen einfach nonstop. Aber ich finde das mal eine geile Runde, finde ich. Ja. Ich bin inner übrigens. Chris, geh mal wieder hoch. Komm, warte, Chris, komm hoch. Okay, welchen. Okay, ich gehe in die falsche Richtung. Ich sehe doch schon, wo du bist. Ich hab dich gesehen durch die Scheibe. Gott. Warte, ich komme hoch. Ich komm hoch. Wo bist du, Chris? Chris? Nee, Spezi, weg da. Das bin nicht. Du, warte, ich möchte in der Kabine. Von, ich dir, in Kabine. Von dir will ich mich nicht an der Muschi lecken lassen. Aber vom geilen Panja, oder? Da, so, komm. Von meiner Kabine. Ja. Ja. Ach, diesmal macht Schleck Geräusche. Ja. Warte mal, ich hätte euch noch eine Idee. Und diesmal macht Schleck Geräusche. Ja. Und? Ja. Und? Alter. Spezi, guckst du, der Spanner! Thomas! Spezi ist es! Spezi ist es! Spezi ist es! Ray, dann schießt sie dir den Zug an! Scheiße, ihr müsst euch den Zug von außen ansehen. Zu spät, zu spät. Ach, er hat's geschafft. Was macht er? Ach du Scheiße.
What the fuck, so jetzt wieder? Ich denke, Kunstgalerie. Ich hab mich die ganze Zeit nicht gehört. Warum hört ihr mich nicht? Das ist Kunstgalerie 2.0. Seit wann habt ihr mich nicht mehr gehört? Ewig. Anfang der Runde. Ende letzte Runde, keine Ahnung. Oh, komm. Alter, das war gerade Kunstgalerie Teil 2. Alter, das war gerade Lux. Ja. Fall mir einfach so eine Arschbaboni. Per Fenster raushängt. Ja, ich habe auf den Arsch geschossen. Ich wollte wissen, ob man den dann trifft. Chris, jetzt habe ich hab noch eine Idee. Jetzt machen wir was Lustiges. Nee, das war doch nicht deine Leiche, oder? Ich geh nochmal in die Kabine, Chris, habe ich gehört. Echt? Okay. Ich hab nämlich den Skin gechanged. Oh. Aber in der Runde davor habe ich fünfmal gesagt, Ich bin jetzt übrigens deine Schwester, will ich mal nur anmerken. Oder Traitor warst. Nee, dann war Ray und Traitor. Wayne, ja, meine ich ja. Wann war ich Traitor? In der geilen Runde war ich Traitor. Ich meinen Kopf durch die Scheibe durch. Ich muss zu Chris, geh weg. Oh, Ray, du bist ein böses Pony. Hier, ja. Rüben Ray und... Nee, wo bist du? Spezi, du Spanner, gehst weg. Ray und ist ein böses Pony. Ray und du gehst, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen, kann das sein? Hallo. Alter. Das wird jetzt was lustig. Hast du für Augen? Du hast auch keine Augäpfel. Doch, und die kreisen so komisch. Ich hab auch. Warum hast du keine Waffe? Alter, Spezi. Ray und... Ja? Hallo. Komm rüber. Andere Sagt Kabine, du bist in der falschen Kabine, wir wollen nicht bei dem Gangbang da mitmachen. So, wer leckt wen? Alter, Spezi. Spezi? Wir wollen hier keinen Dreier. Danke. So, Spezi. Was? 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 Oh, Alter! Er tötet sich. Das macht er doch schon. Mann. Warte, ich muss von außen gucken. Warte kurz. Schnell, 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 schnell. Nein, wir liegen draußen. Was? Was? Wir haben uns rausgesprengt, wir haben uns einfach rausgesprengt. Wir sind einfach draußen vom Zug. Okay, wir gehen nochmal lecken, hab ich gehört, oder? Mann, könnte ich ein bisschen ernsthaft hier spielen? Machen wir doch! Ich war Traitor, ich musste euch töten! Was heißt nicht ernsthaft? Ja, aber ich hab's ja nicht getötet, sonst hättest du nicht verloren. Ja, du hast leider nie mitgespielt. Okay, ich bin im falschen Ende. Aber ich bin am Ende noch reingelaufen in dein Friendship-Beam-Ding. Ah, der Gronk. Wahrscheinlich, weil du keinen Ausblick mehr musstest. Das tut mir leid, ich hab keinen Bock mehr auf mein Labern. Perversität. Wir sind doch nicht pervers. Ja. Ah ja, stimmt, ist ja normal. Ich bitte durch. Danke. Nee, das ist Mondmeier. Auch nicht. Rayon. Du hast mich gerade verwechselt? Rayon? Du hast mich gerade verwechselt? I'm sorry, I didn't see it right through the window. But here is Spezi, here is Mondmeier. Rayon, where are you? I need you to lick my pussy. Ja. Doch nicht. Drehen wir ein Porno. Rayon, da kommst du! Ja. Warte, wir machen das jetzt ein bisschen öffentlicher. Wir machen das hier, gehen ein bisschen zurück. Wir machen das hier mitten im Gang, komm. Leck mir. Ich bin das von nicht, hinten. Komm. Jetzt mach schon. Was? Ich glaub, als ob ich euch drei getroffen Das wird nichts mehr mit der Porno-Karriere, hab ich das Gefühl. Alter. Ja, irgendwie nicht. Nee. Ach, hier wart ihr. Die Traitor immer, ne? Das ist unbelievable. Hängt wer draußen? Nein, schade. Mann. Doch, du hängst unten raus! Ja, das höre ich öfter. Hier, bitte hängt. Aha, ja, aha. Achso, Entschuldigung, nee, sorry, da sagte mir jemand das bei mir was. Okay, nee. Was? Das habe ich jetzt nicht verstanden, aber egal. Ja, da sagte mir jemand das bei mir was unten raushängt, nicht dass ich unten raushänge. Doch, du hängst voll raus, du. Ja, ich hänge bei mir selbst unten raus. Mhm. Hallo Mondmeier. Hast du Eier? Darf ich mal nachschauen? Nein! Hilfe! Klöten untersuchen! Bunten Pony! Man sieht mich mit Sicherheit durch die Tür durch. Spezi ist der Einzige, der noch kein Pony ist. Ja. Ich hab ein Problem. Was ist denn? Was hast du gemacht, Chris? Chris? Ist tot, okay. Alter! Wie geht's dir so? Kuscheln? Ja. Spezi. Komm mal her, du. Ja. Was soll ich denn auspacken? Was ist das denn für eine Waffe? Ich habe ein Aug. Oh. Halt ein dickes Haar. Was? Guck mal, ich steh auf dir drauf. Oh, du stehst auf mich? Okay.
gleich sein, darum geht ja nicht. Was machen wir hier jetzt? Ja, keine Ahnung. Wir chillen aufeinander. Also das Lustige ist, Thomas kann uns jetzt nicht beide töten, ich bin groß genug, um den abzuwehren. Alter, er brennt alles, was habt ihr gemacht? Aua! Gefistet. Ach, da draußen brennt's ja echt. Spezi? Ja, ich bin da gerade reingelaufen. Wer von euch war das? Spezi? Was denn? Was hältst du von Analsex? Spezi sich gerade an. Hat keiner von euch die Inzi geworfen, oder was? Er sitzt schon auf deinem Ohren. Ich weiß. Ich hab nichts getan. Ja, da muss Christus doch gewesen sein, oder nicht? Ja, Christus lebt. Christus lebt. Was? Christus lebt? Mann! Also wir chillen hier, ne? Wir haben doch keinen Stress, wir zwei. Wir sind beide Traitor. Schönen Hintern hast du. Ja, also, da ist noch mehr, wenn du was willst. Alles klar. Ich hab da ein paar geile Löchlein. That's what she said. Wir renovieren den Zug. Ja, ich bin aber noch auf dir drauf. Trifft die Scheibe nicht. Ah, Thomas! Oh. Alter, das ist die Sieg, komm auf einmal durch die Wand, auch scheiße. Ich glaube, wir waren ein bisschen aufgeregt. Nee, wirklich. Aber ich muss sagen, ich hab's nicht bereut. Du kannst erst schön mit deinem Horn in seinem Anus rumbohren. Mhm. Oh, ich hab eine Shot-Rifle. Aber ich muss sagen, dein Horn war echt bequem. Mhm. Das hat sich so richtig tief in dich reingeschraubt. Das ist ein Analplug. Das ist ein Spezialaufsatz. Aber vorher gut einschmieren. Mhm. Nee, mit Anlauf geht schon. Ach so. Ich hab grad meine Shotrifle fast mitgeschmissen. Wie kommen wir eigentlich in den kackten Zug rein? Geht ab? Alter, da einfach so die Rifle aus deinem Hals raus. Ja, bei dir doch auch. Aus deinem Juwel, auf deiner Brust. Auf deiner Mapschen. Gibt's denn irgendeinen Trick, um mal in den Zug reinzukommen? Ja, die Tür öffnen. Ja, auf der Seite die Tür aufmachen. Hä, die gehen. Achso. Hä, die gehen die aber nie auf, richtig. Komisch. Du musst. Ja, weil die nach außen aufgehen, du musst dich ein bisschen seit hinstellen. Ja. Komm, leck mit die Moschee jetzt von mir. Mit. Rayon ist. Okay, Rayon war's nicht. Ja. Chris, du bist so ein Amateur. Hatten wir heute schon mal eine erste Runde? Auf der Map nicht. Nein, aber die Map war geil. Warum geht er doch eigentlich alle über die Kapitel? Nein, nicht Lavendertown, das hat man schon. Wir nehmen Wesel. Oder Fesel. Oder Fessel. Wessel. Okay. Fessel. Was ist das? Nein, nicht Minekraft. Ja! Schade. Nicht schon wieder Lavendertown, das hatten wir schon mal, wir dürfen nicht wiederholen.